Willkommen aus dem Urlaub. Eigentlich wollte ich ja auf die Heide fotografieren gehen, aber hier haben wir Aprilwetter und es regnet immer mal wieder. Jetzt hat es gerade ein bisschen nachgelassen, aber es soll noch mal ein bisschen mehr kommen. Kann sein, dass es uns sogar noch während dem Video noch mal erwischt. Nun, ich habe ja neulich ein Video gemacht, wo ich die Unterschiede zwischen dem iPhone und dem iPhone Pro erklärt habe und da sind wir auch auf die Kamera zu sprechen gekommen und da habe ich ja gesagt, das Ultraweitwinkelobjektiv, dieses 0,5, wenn man es in der App drückt, ich mag das nicht so, ich finde das nicht so wahnsinnig toll und das hat natürlich nachher sehr, sehr viele Fragen gegeben. Unter anderem haben Leute gefragt, kann wirklich das Ultraweitwinkel des normalen iPhones hat gar keinen Autofokus? Ja. Das hat wirklich keinen Autofokus. Aber das ist gar nicht so dramatisch, weil mit dem Objektiv ist sowieso alles scharf. Meine erste Fotokamera, eine kleine Film-Yashica, die hatte auch keinen Autofokus. Da war auch einfach alles scharf. Das ist keine Hexerei, das ist auch nicht irgendein Betrug oder irgendwas. Nein, das reicht einfach. Zeigt aber einfach auch, wie unspektakulär dieses Objektiv ist. Und es erklärt eben auch, warum das normale iPhone keine Makrofunktion hat. Das Pro hat Autofokus auf dem Ultraweitwinkel und es kann dann halt auch sehr, sehr nah scharf stellen, was das andere halt nicht kann. Und darum hat das eben den Makromodus und das andere nicht. Aber dann habe ich eben auch Zuschriften gekriegt, die geschrieben haben, ja, warum findest du das denn nicht gut, dieses Ultraweitwinkel? Und ich habe immer wieder Probleme mit dem Fotografieren von nahen Sachen, weil das auch etwas, da haben wir auch schon ein Video dazu gemacht. Da geht es um die Minimum-Fokus-Distanz oder die Naheinstellgrenze. Das ist der Fachausdruck. Das hat sich bei den Pro-iPhones geändert, dass es vom 13 Pro aufs 14 Pro ging. Früher war es 15 cm. Da konnte man mit dem Einfachobjektiv 15 cm nah an Sachen und ein Foto machen. Seit dem 14 Pro und jetzt natürlich auch beim 15 Pro muss man 20 cm weg sein von Sachen, um sie scharf zu stellen. Wenn man näher geht, habe ich damals im Video ja erklärt, dann kommt das Ultraweitwinkel zum Einsatz, was ich ja nicht so mag und nicht so toll finde. Und ich dachte, anstatt dass wir jetzt hier einen großen Monolog halten, ich zeige es euch anhand eines einfachen Beispiels, was ich neulich in einem Restaurant gemacht habe. iPad daher. Immer mit dabei natürlich. Wir haben da zwei Fotos von einem unglaublich leckeren Rahmenmenü und wir starten mit dem ersten Foto. Schauen wir uns dieses Foto mal ganz genau an. Ich starte noch Bildschirmaufnahme, dass wir es auch in allen Details angucken können. Ja, mal Pixel Peeping hier auf YouTube. Ich bin da ja nicht so Fan von, aber in dem Fall lohnt es sich. Hier haben wir das Foto und schon auf den ersten Blick, es sieht aus wie ein Handyfoto von vor, was soll ich sagen, 10 Jahren. Alles ist ein bisschen unscharf, es macht keinen Spaß, das Foto anzugucken. Das Fleisch hier unten sieht aus wie irgendwas. Ja, insgesamt wirklich kein sehr, sehr tolles Foto. Und ihr habt es erraten, wenn ich so lästere. Ich habe das mit dem Ultraweitwinkel gemacht im Restaurant. Es war nicht wahnsinnig hell, es hatte nicht viel Licht und der Teller ist auch nicht wahnsinnig rund, wenn man genau hinguckt. Dann habe ich dasselbe Foto nochmal gemacht und schaut mal. Jetzt schaut alles viel, viel besser aus. Das Krautzeugs obendrauf ist viel, viel plastischer. Man kann sogar reinzoomen und es sieht immer noch nicht ganz schlecht aus. Das Fleisch schaut wirklich aus wie Fleisch und die Schüssel ist viel, viel runder. Wenn wir die Fotos nebeneinander montieren, hier auf YouTube können wir das, ja, sieht man den Unterschied. Ein Foto sieht wirklich dreidimensional aus, das sieht schön aus. Das andere Foto sieht flach aus, halt wie ein Handyfoto. Beide habe ich aber mit dem iPhone 15 Pro Max gemacht. Wie habe ich das nun gemacht? Das ist nämlich mein Trick, den ich den Leuten immer wieder sage, wenn sie unzufrieden sind mit dem Ultraweitwinkel und dem Makromodus. Oder wenn mir Leute schreiben, sie können keine guten Essensfotos machen, keine guten Uhrenfotos mehr, weil die Naheinstellgrenze nicht mehr toll ist. Der Trick ist einfach. Man nehme das iPhone und gehe auf das Zweifachobjektiv. Und dann muss man einfach das Handy halt schon ein bisschen entfernt halten, da machen wir doch gleich ein Foto. Ich muss ja nicht nur so tun, als ob. Zweifach rein. Schauen, dass nicht der Makro drin ist. Und zack. Na, die Uhr noch aktivieren, dass das Zifferblatt zu sehen ist. So. Und schon haben wir es. Das gibt ein ganz, ganz schönes Foto von Uhren, von Esswaren. Und sie sind auch nah dran.
anstatt dass man da mit dem Einfachobjektiv sich nervt, dass man da nicht nah ran kann, einfach das Zweifach nehmen und ruhig ein bisschen weiter weggehen, weil das Zweifach entspricht ja ungefähr einem 50 mm, da werden die Sachen dann schon größer. Das ist der allerbeste Trick, wenn man mit dem iPhone 15 Pro und 14 Pro Sachen fotografieren möchte, die ein bisschen nah sind, aber die man gerne groß haben möchte. Mit dem Ultraweitwinkel wird es eigentlich nie schön, das kann ich euch versprechen, aber es gibt auch Aufnahmen, wo es wirklich gelungen ist, aber meistens habe ich die besseren Resultate mit dem Zweifachobjektiv. Und der Trick ist natürlich noch, jetzt schreiben die Leute, ja, ich kann ja mit dem einfach fotografieren und nachträglich zuschneiden. Das geht auch, aber das iPhone ist ein bisschen schlauer als das, wenn man nämlich das Zweifach drückt, dann weiß das iPhone, Raphael möchte die Zweifachperspektive und dann rechnet es alles so, dass es perfekt ist für ein Zweifachfoto. Wenn ich aufs Einfach drücke, denkt das iPhone, Raphael möchte ein Einfachfoto und rechnet alles so, dass es für einfach perfekt ist. Und wenn man danach natürlich zuschneidet, dann hat man halt nicht alles optimiert für ein Zweifachfoto. Darum, ich drücke immer auf Zweifach. Viele Leute werden jetzt sagen, ja, aber das ist ja Digital Crop und solche Sachen. Ja, aber weil das iPhone ja so unglaublich viele Fotos schießt, rechnet es dann halt alles schön für die Perspektive, die man drückt. Darum empfehle ich ja immer Fotos im iPhone zu machen und nicht nachträglich mit dem Zuschneiden. Da verliert man immer ein bisschen was, weil das iPhone wirklich so viel Rechenleistung hat und alles dafür optimiert, dass es eben dann perfekt ist. Aber ich sehe gerade, es kommt wieder blauer Himmel. Ich glaube, ich habe den Regen hier mit euch elegant ausgesessen. Die Vögel zwitschern auch schon wieder. Nein, das ist einer meiner besten iPhone-Fototricks. Nahaufnahmen mit dem Zweifachobjektiv zu schießen, was ja eben eigentlich das Einfachobjektiv ist mit ein bisschen Crop, aber das Ergebnis gibt mir immer wieder recht. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt Lust auf Rahmensuppe, habe ich jetzt davon, wenn ich das Foto so lange angeguckt habe. Was ihr noch Fragen habt oder andere Tipps, immer her damit. Ich freue mich immer sehr über Kommentare und lese die auch sehr, sehr gerne und beantworte so viele, wie ich nur kann. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, wir hätten gesehen, wie Raphael verregnet wird. Daumen nach unten. Nein, nein, das muss wirklich nicht sein. Zudem, ich weiß gar nicht, ob die Kamera hier wasserdicht ist. Das Objektiv und das Mikrofon sind es sowieso nicht, also von daher lassen wir das lieber. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.